Wherever I Go von Mark Knopfler. Was spiele ich da? Was habe ich da zusammengebaut? Hier oben der Link dazu zu diesem Song im Original, wie ich den gespielt habe. Und jetzt eben wieder der Blick über meine Schultern. Was mache ich da, damit du was lernen kannst für deine Live-Performances? Also zu meinem Mainstage. Beginnen wir mit dem Piano. Ich habe mir hier ein 88-Key mit gewichteten Tasten geholt. Da habe ich einfach mehr Sicherheit links und rechts von den Fingern und ja, fühle mich ein bisschen sicherer, wenn ich da singe. Text anschaue, da ist übrigens da direkt vor mir der Text. So kann ich da singen und ja, bin da sicher. Dieses Keyboard hat auch keine Regler, deshalb habe ich da das Nano Control zusätzlich angehängt. Und eigentlich ist das Ganze ziemlich einfach aufgebaut. Ich habe zum einen den Kontakt. Schauen wir uns da kurz an, den Kontakt. Und ich habe da All That Jazz. Das ist ein melancholisches Piano, also nicht zu bright. Das ist ziemlich dumpf. Das habe ich da gewählt über diesen Preset. Da bin ich nicht groß weiter darauf eingegangen. Den Damper habe ich da auch noch weggenommen. Hörst du das? Das ist das Fußpedal. Das habe ich da ziemlich auf Null runtergefahren, weil das war standardmäßig so jazzy halt. Aber naja, ich bin nicht so der Jazzer. Gut, das ist das Contact. Dann auf Channel Strip 2 habe ich klassisch Pads, wo ich dann eben mit dem Piano drüber spielen kann. Hey, übrigens, Mainstage, großartiges Tool für den Live-Einsatz. Also wenn du live Piano spielst, aus meiner Sicht gibt es nichts Besseres, weil da brauchst du ja genau diese Regler und die Faders. Zieh dir das ein, falls dich das interessiert. Ich habe einen Kurs online, Link unten im Kommentarbereich. Da kannst du wirklich schnell kurz mit Mainstage starten. Also wenn dich das Thema interessiert, Live-Piano spielen, check das mal aus. Und dann auf Channel Strip 3 habe ich nicht gebraucht. Jetzt auf dem 4 habe ich dann noch was Spannendes, und zwar den Playback. Und den Playback, das ist ein Ambient Pad auf D Major, der einfach läuft. Also ich kann dann über mein Korg Triton Tactile, Start, Volumen höher schalten und da läuft jetzt einfach. Das ist effektiv ein Wave-File, das läuft wie ein MP3 oder so und ich kann jetzt da drüber spielen. Und D Major. Passt einfach, also das kann ich laufen lassen. So beginnt der Song am Anfang und dann fahre ich diesen Pad dann auch runter mit der Zeit und komme dann mehr wieder mit den eigenen Pads. So mache ich das. Das ist das Tool Playback. Kannst du reinziehen über den Input und dann das Playback-Tool. Ich habe den Stereo genommen und dann kannst du effektiv dein Wave-File mittels Drag and Drop kannst du das einfach nehmen und auf dieses Playback raufziehen und schon ist das eigentlich aktiviert. Dann checkt er da, was da wirklich laufen soll und dann mit den Buttons konfigurieren, dass du ja über das Layout machen kannst. Buttons konfigurieren und dann zuweisen, dass die jeweils die Funktion haben von Start und Stop. That's it. Das gibt mir eben die Möglichkeit, da dieses Loop laufen zu lassen und darüber zu spielen. Das war's von Mainstage, Wherever I Go, den Song, wie gesagt, gibt's. Schau den an. Wenn du Fragen hast, bitte, bitte Fragen stellen. Ich nehme gerne Zeit dafür. Und hey, bitte abonnieren nicht vergessen, auch diese Klingel, dann bekommst du jeweils die neuen Videos, bekommst du da direkt. Also, mach doch das, das ehrt mich. Ich danke dir vielmals. Wir sehen uns. Ciao.